Ich suche gerade nach einer Aktie für mein Wikifolio, was ich gerade aufsetze. Und eine Aktie, die mir da begegnet ist in unseren Kanalaktien, ist die Adidas-Aktie. Die Adidas-Aktie ist gerade ganz knapp oberhalb von 100 Euro. Und ja, so runde Zahlen sind häufig Orte, wo Aktien gerne mal drehen. Und deswegen denke ich, nehmen wir das jetzt heute einfach mal als Anlass, dass wir uns die Adidas-Aktie, die geschäftliche Entwicklung der Adidas-Aktie und so weiter einmal genauer angucken. Und genau das machen wir jetzt. Wir starten mit der Chartanalyse. So, die Chartanalyse siehst du jetzt einmal hier zur Adidas-Aktie. Und ja, das ist jetzt das Leidensbild, was die Aktionäre jetzt ertragen mussten in letzter Zeit, was auf jeden Fall eine ziemlich krasse Bewegung ist. Ja, also wir reden jetzt hier wirklich von einem extremen Rückgang von ungefähr 70% inzwischen bei der Adidas-Aktie. Das ist wirklich, naja, ziemlich einmalig, ehrlich gesagt. Du siehst aber auch, dass die positive Entwicklung, die wir hatten hier in der Vergangenheit, also jetzt gerade hier von 2015 bis 2020, auch ohne Präzedenzfall definitiv ist. Ja, also wenn ihr euch das hier anschaut, reden wir von einem Anstieg von 450%. Das ist natürlich richtig extrem. Deswegen haben wir, obwohl wir 70% runtergefallen sind, auch immer noch nicht die Kurse von 2014 wieder erreicht. Hier siehst du den Rückgang hier 2014. Dort hatten wir mal 40% Rückgang. Und das hier ist jetzt die Bankenkrise. Dort hatten wir mal 58% Rückgang. Dementsprechend kannst du sehen, dass unser Rückgang jetzt um 70%, den wir jetzt hier halt hatten, wirklich, wirklich extrem ist. Ja? Also viel extremer als alles, was die Aktie jemals vorher gesehen hat. Wir können vielleicht nochmal hier ganz an den Anfang schauen. Hier 1998, dort hatten wir auch mal einen recht extremen Rückgang, aber auch der. Bis hier waren es nur 53. Wenn wir hier noch ein bisschen wirklich bis zu dem Tiefpunkt runtergehen, hatten wir hier mal 70%. Das heißt, du siehst, der krasseste Rückgang, den wir mal hatten, jetzt wirklich bezogen auf die letzten 25 Jahre, ist genauso ein Rückgang, wie wir ihn jetzt hier einmal hatten. Ja? Und jetzt stellt sich ja die Frage, ist Adidas gerade kurz vor der Pleite oder was ist hier los bei Adidas? Ja? Muss man sich wirklich Sorgen machen als Aktionär und lohnt es sich jetzt eventuell halt auch dort einzusteigen, weil wir jetzt halt wirklich wieder genau den gleichen Absturz hatten, wie wir ihn historisch einmal am extremsten hatten. Und das wollen wir uns jetzt einmal in der Schnellübersicht angucken, wie das mit den fairen Werten und so weiter aussieht. Und ja, direkt wenn du auf den ersten Blick da drauf guckst, siehst du, dass du hier auf der rechten Seite recht viel Grün hast und links wir so im blau bis gelben Bereich irgendwie sind. Das heißt, du siehst schon, wir haben ein Unternehmen, was sehr schön wächst, anscheinend ein sehr gutes Geschäftsmodell hat, aber dessen Bewertung eher eine durchschnittliche und keine super günstige Bewertung ist, obwohl wir halt schon um 70% abgestürzt sind. Ja, also wenn du momentan 1 Euro in das Unternehmen investierst, dann kriegst du für jeden Euro, den du investiert hast, 7,4 Cent Gewinn. Das ist immer noch relativ wenig. Also das ist jetzt allerdings der Mittelwert über die letzten 3 Jahre und da sind jetzt halt die recht schlechten Jahre hier um Corona dabei. Also wenn du in die Aktie investierst, bekommst du für jeden Euro, den du investierst, aktuell 41 Cent Eigenkapital. Und wir sehen auch, dass die Marktkapitalisierung und halt die Unternehmensgröße ungefähr gleich groß ist, weil hier die Unternehmensrendite und die Investmentrendite in etwa dem gleichen Wert entspricht. Wie viel Gewinn du jetzt wirklich vermutlich nächstes Jahr bekommen wirst, werden wir gleich bei den Analystenschätzungen natürlich noch einmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dein Augenmerk möchte ich jetzt aber bitte einmal auf die fairen Werte richten. Und dort siehst du jetzt einfach die fairen Werte bezogen auf unterschiedliche Kennzahlen. Also du siehst einmal den fairen Wert bezogen aufs Discounted Cashflow Modell. Und dort siehst du, dass der Preis im Vergleich zum Discounted Cashflow Modell absolut minimal ist. Ja, das liegt einfach daran, dass wir dieses wunderschöne Wachstum haben. Jetzt ist natürlich immer die Frage, inwieweit lässt sich das wirklich in die Zukunft prognostizieren. Aber du siehst schon, wir sind da weit drunter.
Wenn wir jetzt einmal auf die anderen fairen Werte gucken, da siehst du jetzt halt, dass wir immer noch oberhalb von diesen fairen Werten uns aktuell befinden. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, ich habe da eine 30-prozentige Sicherheitsmarge eingebaut bei den fairen Werten. Das heißt, wenn man die rausrechnen würde, wäre es so, dass wir wirklich gerade in der Nähe des fairen Wertes wären. Und das halt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir halt wirklich ein absolutes Top-Unternehmen haben, was in der Vergangenheit sehr, sehr schön gewachsen ist. Und ja, das lässt prinzipiell auf jeden Fall erstmal hoffen. Also, wenn wir jetzt einfach nur das jetzt einmal betrachten, kannst du recht schön einfach erkennen, dass das Unternehmen wirklich zum aktuellen Zeitpunkt relativ günstig definitiv zu sein scheint. Aber das gucken wir uns jetzt nochmal genau in den Geschäftszahlen an. Hier siehst du jetzt die Unternehmensentwicklung der Adidas-Aktie, wobei das Rote die Marktkapitalisierung ist. Und da kannst du jetzt auch sehen, was nämlich passiert ist. Jahrelang, eigentlich seit der Gründung, ja, also hier 2002 oder hier 2003 beginnend, war es eigentlich immer so, dass die Marktkapitalisierung so in der Größenordnung auf jeden Fall hier von Umsatz und Bilanzsumme war. Und in 2015, als dieser extreme Anstieg angefangen hat, wo es halt 450% nach oben ging, insgesamt, sehen wir, dass wir eine Abkopplung hatten von der Marktkapitalisierung und dem zugrunde liegenden Wert. Und das ist natürlich prinzipiell erstmal etwas, was nicht so schön ist. Hier oben hatten wir eine Marktkapitalisierung von 48 Milliarden. Das ist aber nicht die aktuelle Marktkapitalisierung, sondern die aktuelle Marktkapitalisierung liegt knapp unter 20 Milliarden. Und das heißt, wir liegen ziemlich genau hier. Ja, wir liegen knapp unterhalb des Umsatzes momentan, was die Marktkapitalisierung angeht. Und damit haben wir auf jeden Fall eine relativ günstige Bewertung im Vergleich zu dem zugrunde liegenden Asset. Ja, wir sehen auch, dass hier das Eigenkapital sich eigentlich ganz schön entwickelt hat. Ne? Nicht so extrem, wie man das gerne hätte sicherlich. Ihr seht es hier, von 1 Milliarde ging es rauf bis 7 Milliarden. Während zum Beispiel der Umsatz halt von 6,5 Milliarden rauf ist bis 21 Milliarden. Das heißt, ja, also das Eigenkapital entwickelt sich auf jeden Fall positiv. Dem Unternehmen geht es soweit ganz gut. Wir sehen auch, wir hatten hier einen kleinen Rückgang, der einfach Corona, denke ich mal, geschuldet war. Ne? Also die Umsätze, die sind noch nicht wieder auf den Höchstständen von 2019. Also es ist nicht so, dass die Umsätze wirklich so konstant weitergelaufen sind, wie man das an sich natürlich gerne eigentlich gehabt hätte. Aber ihr seht auch hier die Prognosen für die nächsten Jahre im Umsatz. Es soll weiter bergauf gehen und das heißt, wir hatten hier quasi wie so eine kleine Treppenstufe nach unten, aber es soll tendenziell weiter nach oben gehen. Ob das so sein wird, das weiß natürlich jetzt aktuell noch niemand. Aber wie gesagt, die Analystenzahlen, die gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal genauer an. Wenn du übrigens einmal diese ganzen Kennzahlen hier in möglichst einfacher Sprache erklärt haben willst, dann lad dir mal mein Buch runter. Das kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite runterladen. Hier siehst du jetzt die Entwicklung des Geschäftsmodells und vor allem halt die Rendite. Ne? Also du siehst halt, wie kapitalintensiv ist das Geschäftsmodell von Adidas in der Historie gewesen. In Gelb haben wir dabei die EBIT-Marge, das heißt, das bezieht sich auf den Umsatz. Also jetzt hier zum Beispiel der aktuellste Wert ist eine EBIT-Marge von 9,56%. Das heißt halt, für jeden Euro Waren, den sie verkauft haben, haben sie im Endeffekt 9,56 Cent Gewinn gemacht. Und wenn wir uns die Kapitalrendite angucken, dann ist die in einer ähnlichen Größenordnung. Das heißt, wir haben auch dort 9,8% Rendite, was ziemlich solide Werte sind. Das heißt, Adidas hat halt eine sehr hohe Marge im Endeffekt, sowohl was die Kapitaleffizienz angeht, als auch was das Verkaufen ihrer Waren angeht. Und das ist auf jeden Fall erstmal sehr positiv. Das heißt, wir haben definitiv eine starke Marke in dem Zusammenhang. Aber das, denke ich, überrascht jetzt bei Adidas auch nicht wirklich. Als nächstes möchte ich mit dir einmal in die genaue Aufstellung reinschauen, was die Analysten sich denn so vorstellen bei der Adidas-Aktie. Und du hast hier die mittleren Schätzwerte von 28 Analysten. Das heißt, es sind wirklich viele, die jetzt aktuell Adidas da wirklich beobachten. So, und wenn wir uns das jetzt hier einfach mal angucken, dann siehst du jetzt hier die Entwicklung, die die Umsatzerlöse machen sollen. Da siehst du, dass das Wachstum weitergehen soll bei der Umsatzentwicklung.
Du siehst, dass weiter Eigenkapital aufgebaut werden soll, wobei hier in 2026 auf einmal irgendwie so ein Drop da stattfindet, was ich nicht so ganz verstehe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass für 2026 andere Analysten Werte angegeben haben als in den anderen Bereichen. Ich würde jetzt den 2026er Wert an eurer Stelle einfach mal ignorieren. Aber für 2025 seht ihr, oder bis 2025 soll wirklich ein schönes Wachstum stattfinden und vor allem die nächsten Jahre erwarten die Analysten auf jeden Fall jetzt erstmal, würde ich sagen, nichts Besonderes. Wir sehen einen Gewinn vor Steuern von ungefähr 1,3 Milliarden. Das ist bei einer Marktkapitalisierung von ungefähr 20 Milliarden immer noch relativ wenig, wenn man ehrlich ist, ne? Aber das soll jetzt stark mehr werden. Das heißt, es wird für 2022 erstmal ein relativ schlechtes Ergebnis erwartet, muss man ganz klar sagen. Die Adidas-Aktie gehört übrigens zu unseren Kanalaktien des Kanals. Das heißt, wenn du auf dem Laufenden gehalten werden willst bei diesen Aktien, dann lass doch mal ein Abo da, dann kriegst du ein Video immer genau zum richtigen Zeitpunkt, wie jetzt halt auch gerade bei der Adidas-Aktie. Ja, für mich ist die Adidas-Aktie momentan definitiv ein Kaufkandidat. Ich würde der Adidas-Aktie momentan Chancen-Risiko-Verhältnis so ungefähr von 4 zu 1 geben. Dementsprechend für mich definitiv als Investment zum aktuellen Zeitpunkt geeignet. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nicht noch ein bisschen weiter runtergehen kann. Und ich denke, das sollten wir uns jetzt vielleicht noch mal einmal kurz angucken. Wie weit könnte es denn eventuell runtergehen bei der Adidas-Aktie? Dazu blicke ich mit dir noch einmal kurz in den Wochenchart und wie du sehen kannst, haben wir hier hinten diese Tops und ich würde sagen, dass das durchaus ein realistisches Szenario ist, dass wir hier so bis zu 93 vielleicht runterfallen und dass die Aktie dann dreht. Dass wir hier unten diese Tiefswerte von 2015 erreichen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, ja. So, dann setzen wir mal noch ein Widerstandsniveau so dazwischen und wenn ich jetzt einfach mal überlege, okay, wo könnte denn jetzt die Aktie drehen, wenn wir jetzt mal so sagen, entweder hier oberhalb, da oder hier unten, dann würde ich an sich sagen, dass wir ungefähr mit einer 25%igen Wahrscheinlichkeit hier oben drehen sollten. Mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit dazwischen und darunter, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht dann auch nochmal ungefähr bei 25%, dass das passieren könnte. Das ist so meine Schätzung. Also, dass wir jetzt quasi so mit einer 75%igen Wahrscheinlichkeit hier jetzt in diesem Bereich irgendwie eine Drehung, also eine Turnaround-Bewegung sehen werden. Das ist auf jeden Fall mal meine Vermutung. Und ja, also das ist auf jeden Fall die Situation, wie ich sie zum aktuellen Zeitpunkt bei der Adidas-Aktie sehe. Also von daher macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass man dort jetzt eventuell reingeht. Deswegen für mich momentan das hier definitiv eine gute Einstiegssituation. Wenn wir jetzt nach hier unten gehen, hätten wir natürlich noch Rückschläge von ungefähr 40%. Dann wären wir aber auch bei einem Rücksetzer nicht mehr um 70, sondern schon um 80-90%. Und das halte ich eher für relativ unwahrscheinlich, dass wir das bei der Adidas-Aktie sehen werden. Vor 2 Tagen habe ich mir die Under Armour-Aktie angeschaut, was ja ebenfalls ein Bekleidungshersteller ist, allerdings aus den USA. Und das könnte dann definitiv für dich auch interessant sein. Du siehst, dass beide von mir ein ähnliches Rating gekriegt haben. Allerdings hatten wir jetzt auch noch hier einen Widerstandsbereich, der so unter dem Langzeittief war. Dementsprechend würde ich sagen, ist Under Armour vielleicht sogar charttechnisch gesehen nochmal das bessere Investment als die Adidas-Aktie. Von daher könntest du dir das Video eventuell auch noch anschauen. Also, ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn du wen kennst, der das Video sehen sollte, dann schick ihm das doch gerne. Und ansonsten mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.